Und reden mal mit dem Opa. Der hat bestimmt auch noch was mitgekriegt. Hashtag Motivation. Dankeschön. Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Natürlich. Sag mal. Frag mich, Sophie. Lass mich raten. Weißt du, okay, er hat keine neuen Infos für uns. Bis später. Was haben wir denn in unserem Inventar? Da haben wir Bomben, wir haben Mütze, wir haben Hose und wir haben Messer. Jetzt fragt sich natürlich, wir könnten mal was ganz Einfaches versuchen. Wir gehen mal wieder an die Ruinen und versuchen mit diesem scharfen Messer, wie er eben gesagt hat, durch den Busch durchzukommen. Das müsste doch irgendwie... Na dann mal los. Oh, sehr gut. Ha, wusste ich es doch. Hier hinten führt ein zugewachsener Weg tiefer ins Tal. Shana, ich komme. Okay, los geht's. Wo auch immer uns der Weg jetzt hinführt... Oh, jetzt sind wir ganz da hinten. Krasser Scheiß. Und ab hinter den Baum. Komm schon, Spot, nicht trödeln. Okay, hallöchen. Guck mal, die Steinbrüder, da sind sie. Belebte Natur. Ha, man kann es auch übertreiben. Oje, oje. Die Witze werden auch immer schlechter. Hey, wen haben wir denn da? Was? Die reden ja. Wo denn? Ich sehe nichts. Da ist ein Typ im Clownskostüm. Nimm mich nicht schon wieder auf den Arm. Du weißt doch, dass ich mich nicht umdrehen kann. Wer seid ihr? Wir sind Steine. Ach, ist das so? Ja. Ich bin Ralf und das da hinten ist Ingo. Er ist mein Halbbruder. Hey, ich bin nicht dein Halbbruder. Ich bin dein Bruder. Ja, aber wir sind zu zweit. Und Bruder geteilt durch zwei, das ergibt Halbbruder. Bist du dir das sicher? Na klar, aber ich kann gerne noch mal auf meinem Rechenschieber nachsehen. Oh, das wäre super. Yep. Halbbrüder, wobei ich mehr Hirn abbekommen habe und du mehr Stein. Und das sagt dir alles der Rechenschieber? Ja, hier steht's. Mann, ich würde auch gerne mal da drauf gucken. So ein Ärger, dass ich mich nicht umdrehen kann. Ich glaube, wir müssen den guten Ingo mal umdrehen. Ich merke schon, Ingo ist total euer Held. Merkt es schon. Was treibt man als Stein denn so den ganzen Tag? Was denkst du denn, was wir tun? Wir tun das, was die meisten Steine so machen. Genau. Wir liegen rum und genießen unser schlichtes Dasein. Das in Ingos Fall besonders schlicht ist. Das ja. Klingt fast so langweilig, wie im Zirkus zu arbeiten. Wieso denn langweilig? Wir liegen hier rum, genießen die Sonne und trüben kein Wässerchen. Und wir haben auch keinen geheimen Plan. Die Welt zu unterjochen oder ähnliches. Ingo! Was denn? Es reicht mir langsam mit dir. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich glaube, nichts, der Plan gar existiert nichts kannst du für doch. Dich behalten. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich hab doch gar nichts gesagt. Es kommt mir wieder vor. Woher sollte ich denn wissen, dass da eine Prinzessin im Käfig sitzt? Mann, ich habe langsam echt genug von deinen Ausreden. Aber du weißt doch genau, dass wir für unseren Plan noch einen Verbündeten brauchen. Eine mit Beinen. Aber doch nicht so ein Grünschnabel. Die Welt unterjochen? Das klingt nach einer Schnapsidee. Eine Schnapsidee? Und wie nennst du dann deine Entscheidung, heute Morgen diese Mütze aufzusetzen? Eigentlich schlafe ich immer in meinem Kostüm. Du bist schon wirklich seltsam, sagte der sprechende Stein. Ist echt so. Und wie wollt ihr die Welt regieren? Na, wie wohl? Mit Stein einer Faust. Genau. Oh Mann. Und nur zur Information. Ich bin kein Grünschnabel. Siehst du? Er ist kein Grünschnabel. Und ob er einer ist? Einer mit einem besonders grünen Schnabel. Für dich sind alle Beinwesen immer gleich Grünschnäbel. Hey Ingo, was ist denn das da vorne? Wo? Wo? Es scheint meine saftige Wiese zu sein oder ein großer Laubfrosch. Ich kann es nicht genau sehen. Es leuchtet so grün. Was ist es? Sag's schon. Hey, Moment. Jetzt kann ich es doch erkennen. Ja, genau. Es ist sein Schnabel! Habt ihr es bald? Ich wollte mich eigentlich noch von anderen Dingen beleidigen lassen. Eine Wurzel, einen Blätterhaufen. Oh, du willst wohl widersprechen, hm? Du wirst wohl nicht gern für einen Grünschnabel gehalten. Oh ja, ihr habt mich durchschaut. Es ist mir nämlich ausgesprochen wichtig, was zwei Steine am Wegesrand von mir denken. Du könntest uns ja das Gegenteil beweisen. Würde mich sehr wundern, wenn er es schafft. Wir sollten ihm wenigstens eine Chance geben, Ralf. Na gut. Dann stelle ich ihm die Fragen. Auch wenn ich mir sicher bin, dass er sich nur blamieren wird. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha,
Bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf, Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn! Shana ist natürlich ein Vogel. Du irrst dich. Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana? Ich habe keinen blassen Schimmer. Dann ist es bewiesen. Du bist ein nichtsnutziger Grünschnabel. Ich wusste es immer. Also. Soll ich euch mal woanders hintragen? Untersteh dich! Wir lassen uns nicht herumschubsen. Von niemandem! Also, ich hätte nichts dagegen, ein wenig gedreht zu werden. Ich gucke die ganze Zeit auf diesen Felsen dort drüben. Hast du überhaupt keine Würde? Wir sind Steine. Wir brauchen keine Hilfe. Aber Ralf, der Felsen sieht aus wie das Hinterteil einer Kuh. Außerdem liege ich schon seit Jahren auf einem spitzen Stock. Ich mag auch Stein sein, aber ich habe trotzdem Gefühle. Wir lassen uns nicht rumtragen und dabei bleibt es. Wisst ihr, wo ich Shana finde? Shana? Die wohnt in dieser Hütte da hinten. Du Ralf? Mann, wird die sich freuen. Du Ralf? Ich glaube... Sie hatte schon seit Jahren keinen Besuch mehr. Stopp mal, welche Hütte denn? Da steht nur eine Tür. Was? So ein Unsinn. Nein, Ralf. Er hat recht. Shanas Hütte ist eine Ruine. Schon seit langem. Aber wie konnte das passieren? Erinnerst du dich an diesen schweren Sturm vor 8 Jahren? 3 Monaten und 25 Tagen? Alter. Natürlich, ich bin ein Stein. Ich vergesse nie etwas. Tja, dann erinnerst du dich sicher auch noch an das Erdbeben am nächsten Tag. Und ob? Das war der Tag, an dem meine Termitenfarm kaputt gegangen ist. Verfluchte Erosion. Dann ist das Haus also einem Erdbeben zum Opfer gefallen? Nein. Den Termiten. War klar. Heißt das, Shana wohnt hier nicht mehr? Nein, nein. Sie wohnt noch hier. Tut sie das? Ja. In der Hütte? Ja. Von der nur noch die Tür steht? Jetzt hast du's. Oh Mann, ich bekomme schon wieder diese Kopfschmerzen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was gibt's denn da zum Plan zu sagen? Plan. Du hast doch niemandem davon erzählt, oder? Ich habe geschwiegen wie ein Stein. Ich warne dich, Grünschnabel. Mach dich nicht über uns lustig, oder du wirst unseren Zorn zu spüren bekommen. Was wollt ihr machen? Mich zu Tode rollen? Lasst uns nicht streiten. Wir müssen uns auf den Plan konzentrieren. Und nur zur Information. Ich bin... Wir werden. Und ob wir das werden. Bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlag... Aber Ralf! Okay. Unsinn! Das hatten wir vorhin also. Schon. Ich habe immer noch keinen blassen Schimmer. Und das geht jetzt zurück. Okay, alles klar. Was haben wir denn noch in diesem Screen? Bisher haben wir ja nur diese nervigen Sterne kennengelernt. Und zwar Steinbrüder. Können wir die denn was umdrehen? Hast du vor? Ich dachte, ich nehme euch erstmal mit. Das schminkst du dir mal lieber gleich ab, nein, du Clown. Nein, du sollst sie nur umdrehen. Steine haben auch ihren Stolz. Wir lassen uns nicht von irgendwelchen daher... Okay, na dann nicht. Gucken wir uns die Türme an. Und hier soll Shana wohnen? Wie soll denn das möglich sein? Ja... Hallo? Jemand zu Hause? Nichts, natürlich nicht. Was habe ich auch erwartet? Dann geh doch einfach mal rein. Oh, geht tatsächlich. Ja, nett. Na, so wird das aber nichts. Was hat er gemacht? Er hat versucht, die Hütte auf dem normalen Weg zu betreten. So ein Grünschnabel. Dann nicht. Okay, gibt's hier noch was? Nee. Oh! Huch, wo bin ich denn jetzt gelandet? Wie ist das möglich? Shana? An dieser Tür habe ich mir bereits die Zähne ausgebissen. Junge, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dass wir da so einfach wieder rauslaufen können. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Okay, wir gucken uns aber hier jetzt erstmal eine Runde um. Nee, das will ich nicht. Da. Da ist ein Zettel. Was sind das bloß alles für Zettel? Das freut mich auch. Das sind keine Kochrezepte. So viel kann ich erkennen. Vielleicht kannst du aber eins nehmen. Hier aufzuräumen wäre eine Lebensaufgabe. Und ja, ich habe schon gut. Eine.
Sagt er bei allem das hier gleiche? Ja, gut, okay. Das sind alles dieselben Zettel scheinbar. Da unten liegen auch noch Zettel. Hier aufzuräumen wäre eine. Und ich hab schon. Okay. Da ist eine Uhr. Was haben wir hier sonst noch? Den Sessel und den Globus. Sessel. Shana scheint nicht zu Hause zu sein. Ja, weil sie auch nur auf diesem Sessel sitzen Hallo? Kann. Hallo? Shana? Ich mach lieber keinen Unfug mit Shanas Sessel. Am Ende orakelt sie mir noch die Blaupocken an den Hals. Moment mal, wir haben doch eben, als wir diesen Stein in die Statue reingesteckt haben, einen Adler gehört. Deswegen könnte es tatsächlich sein, dass sie ein Vogel ist. Und um das zu gucken, reden wir doch jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir den Rest machen, mit Ralf und Ingo. Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur. Ja, okay. Es war ein Fehlbild, doch unmöglich. Okay, und kein Grünschnabel. Unmöglich, also. Und jetzt ist hier ein Vogel. Denkst du das also? Interessant. Stell ihm die zweite Frage. Ja. Ja, gut. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wie viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht. Es sind natürlich 9. Du bist ein Trottel, Ingo. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Ich bleibe dabei. Nein, es sind 11. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Meerauge? 11. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet, wo wohnt Kalida? Ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch. Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? Ich würde sagen, in einer Höhle. In einer Höhle. Ha, du bist ja doch ein Grünschnabel. Ich wusste es immer. Zurück. Es ist wir werden sehen. Und ob. Aber Unsinn. Okay. Sie ist ein Vogel. Dann 11. Du stumpf. Ich quatsch. Meinst was ich? Der Clown. Also. Und dann in der Mitte des Sees. Okay. Ich war in Shanas Hütte, aber sie war nicht da. Wieso? Wie spät ist es denn? Keine Ahnung. Was tut denn das überhaupt zur Sache? Was das zur Sache tut, fragt er. So ein Grünschnabel. Ach, Ralf. Woher soll er das denn auch wissen? Woher soll ich was wissen? Shana ist ein Orakel, ein magisches Wesen aus einer anderen Welt. Man trifft sie nur zu bestimmten Zeiten an. Um 12:30? Quatsch, doch nicht um 12:30, du Idiot. Aber irgendwas passierte doch um 12:30. Nichts passiert um 12:30. Um 12:30 bekommt man höchstens mal einen ersten kleinen Hinweis darauf, wann Shana auftauchen könnte. Und wann taucht sie jetzt auf? Um das herauszufinden, wartest du besser, bis es 12:30 ist, oder? Ich hasse euch. Okay. Bis später. Du weißt. Halb eins. Das heißt, wir gehen jetzt hinten dran. Und gehen von hinten daran. Gut. Den Sessel haben wir bereits. Das heißt, wir gucken uns jetzt den Globus an. Der Herbstwald ist auf dem Globus nicht einmal eingezeichnet. Corona ist weit entfernt. Die Welt und ich haben ein Kommunikationsproblem. Sie hört mir nicht zu und ich verstehe sie einfach nicht. Nein, danke. Es fühlt sich auch so schon an, als würde ich die ganze Last der Welt auf meinen Schultern tragen. Vielleicht muss er um 12:30 auf Toilette. Sicher. Okay. Ha! Okay, 12:30. Okay. Nein, nicht überspringen. Komme ich hier irgendwie hier? Ist das passiert? Könnte ich vielleicht ganz zu Beginn mal noch die Uhr. Was vielleicht? Hat Ingo noch gleich gesagt? Irgendetwas passiert um 12:30? Okay. Aber was passiert um 12:30? Oh Junge. Och nö. Ziffernblatt.
Knopf. Fuck, ich hab den Knopf gedrückt. Natürlich geht's um die Zettel. Das heißt, wir durchwühlen die mal. Das Licht fällt genau auf diesen Zettel hier. Da steht eine kurze Nachricht drauf. Einem schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Hä? Was soll denn das heißen? Dass du zu deinem Opa gehen sollst und ihn mal ordentlich glücklich machst. Und zwar sonst nichts. Hast du den Zettel jetzt mitgenommen wenigstens? Ich glaube, er hat den Zettel nicht mitgenommen. Hat er auch nicht. Schade eigentlich. Das Licht fällt genau auf, da steht einem Ja, okay, okay, okay. Das Licht fällt genau. Okay, dem schlafenden Riesen oder dem schlafenden Bruno. Das geht natürlich auch. Das wäre eine Möglichkeit. Was sagen die denn? Haben die noch irgendwas zu sagen? Hallo, ihr zwei. Bingo! Sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Wann kann man Shana noch hier? Also, richtig. Schon, was passiert? So ungewohnt, typisch. Bis okay. Später. Du weißt, so. Jawohl. Und jetzt muss ich echt mal überlegen. Okay. Hier ist der Zirkus. Das heißt, wir müssen Bruno einen Gefallen tun. Jetzt muss ich aber noch ganz kurz gucken. Jetzt würde mich mal interessieren, ist in Opas Dingens dann auch irgendwas schiefgelaufen bei dem Erdbeben? Obwohl hier jetzt noch alles... Boah, ist ja voll langweilig. Okay, wie machen wir denn dem Gefallen? Vielleicht muss man den Opa mal antatschen? Ihr Stuhl schaukelt schon lange nicht mehr. Okay, dann reden wir wenigstens nochmal mit ihm. Vielleicht fällt ihm ja was hallo, ein. Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Ja. Sag mich. Frag mich. Sophie. Nee. Weißt du, ja, ich aber. Ha, frag nein. So, weißt du was? Ja, ich aber. Sag mal, Opa. Frag, bin ich Sophie? Doof? Weißt du. Ja, ich würde aber manch. Bis später. Danke. So, Zugtier. Lass Bruno in Ruhe. Oh, komm, halt doch mal die Schnauze, du. Warte mal, jetzt haben wir doch ihm theoretisch erzählt, dass das eine Asgil ist, ne? Ich hab da was für dich. Hä? Ein Asgil! Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Hat er sich jetzt gleich wieder... Oh, schade. Sehr witzig. Ja, komm, halt auch. Die Schnauze. Wir nehmen das Messer. Oh oh, die Asgil waren offenbar schwer bewaffnet. Und ich dachte, Bobby übertreibt nur. Hoffentlich geht es ihm gut. Ah, die Rocke Bira ist auch wieder da. Was? Auf der To-Do-Liste stand was mit Bruno. Habe ich nicht schon genug kaputt nein, gemacht? Nein, 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 nicht mit dem Messer. Schlafen gehen, Publikum suchen, Spot füttern, Kanonenrohrtrickproben, Bruno waschen. Bruno waschen, okay. Sehr, 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 sehr gut. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, können wir vielleicht... Ich sollte die Sachen, die ich mit mir rumtrage, lieber nicht, ich will ungern... Okay, keine Blasenentzündung. Wo können wir noch Wasser verwenden? Die einzigen, es war echt höchste Zeit, dass die mal gewaschen. Was hat er jetzt die gesagt? Einzigen Fische da drin sind die Silberfische aus Opas Hose. Es war echt höchste. Okay. Das heißt, wir können ihn theoretisch waschen. Nur wie? Ich gehe mal ganz kurz noch was gucken. Durch das Erdbeben könnte sich ja theoretisch einiges verändert haben. Ich gehe mal ganz kurz... Ne, der Stopfen sitzt da immer noch tief und fest drin. Hier hat sich vielleicht was verändert? Nein. Gut, die Furzpilze sind auch noch da. Guck
guck mal hier, nimm mal Bruno und steck ihn in den Eimer. Oh, er soll nicht trinken, er soll das in den Mund nehmen. Vielleicht können wir mit der Mütze. Die wurde bereits gewaschen. Schade. Vielleicht können wir die Mütze... Ich kenne weniger gefährliche Methoden, um meine destruktive Ader auszuleben. Ich tanze einen Regentanz. Wie soll ich das denn machen? Vielleicht können wir die Mütze dem Ding aufsetzen. Es ist gruselig genug, so wie es ist. Oh ja, eine Clownsmütze ist sehr gruselig. Das stimme ich dir zu. Können wir mit dem Messer vielleicht... Ich hasse die Jongleursnummer, aber ich hasse auch Waffengewalt. Darum reiße ich mich noch einmal zusammen. Lieber nicht... Wenn Opas Geschichten stimmen, dann hat diese Hose schon so einige Explosionen überstanden. Nimm den Lappen. Welchen Lappen? Welchen Lappen? Wir haben einen Lappen? Die Hose meinst du vielleicht? Die wurde bereits gewaschen. Ja, die wurde bereits gewaschen, ne? Vielleicht mit der Truhe. Du meinst die Truhe in... Ich sollte die Sachen, die ich mit mir rumtrage, lieber nicht nass. Ich will... Ja, dann kriegen wir wieder eine Blasenentzündung. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass ihr da so ein bisschen mithelft. Ich meine, ich komme ja gerade überhaupt nicht weiter. Können wir vielleicht Bruno die Mütze über die... Bruno hat früher in den Vorstellungen auch ein Kostüm getragen. Nachdem er herausgewachsen war, haben wir es noch eine Weile als Zelt benutzt. Ups. Okay. Können wir ihm vielleicht Bomben in die Nase stecken? Jetzt kommt Ben wieder. Lass Bruno in Ruhe. Im Gegensatz zu dir hat er... Vielleicht das Messer in die Nase stecken. Ben, halt die Schnauze, und zwar einmal in deinem Leben. Vielleicht hat... Nee, Opa hatten wir eben schon angesprochen. Vielleicht... Ich hätte gerade fast Ben abgestochen. Darf ich auch mal? Die Antwort lautet nein. Ja, du sollst nicht dürfen, du sollst mal mit ihm reden. Vielleicht hat er eine Ahnung. Hallo Ben. Worum geht... Du willst mir... Naja, nee, warte, außer... Das hatten wir eben schon. Moment. Gibt es etwas... Hab ich es dir nicht schon... Am besten, du Bruder, du guckst dich in der Gegend um. Vielleicht findest du jemanden, der sich unsere Vorstellung ansehen möchte. Dann mache ich lieber das Zweite. Wir haben aber theoretisch Kanonen. Ja, schon denkt mal hin, bis... Vielleicht geben wir die mal an Ben weiter. Nein, ich hasse ihn zwar, aber so sehr nun doch wieder nicht. Okay. Ich könnte Opa niemals wehtun. Er nimmt einfach zu viele von diesen schmerzstillenden Medikamenten. Vielleicht das Ding rechts neben der Schaufel? Was ist denn rechts neben der Schaufel? Das ist ein Kompass. Der Kompass zeigt nach Norden, wo sich die Menschen einfach im Schnee eingraben, wenn ihnen alles zu viel wird. Was ist denn das da oben eigentlich? Jetzt ist es weg. Okay. Ich muss Ralf abstechen. Nee, das geht nicht. Ich kann ja nicht einfach den Stein abstechen. Ich wasche meine Hände später. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass ich sie mir heute noch öfter schmutzig machen muss. Komm, halt. Jetzt. Ich bin nicht durstig, ach. Zumindest darin, wo... Das Wasser sieht ausgesprochen trübe aus. Ja. Halt, nein, das ist nur mein Spiegelbild. Können wir vielleicht eine Bombe in die Falle tun? Das eignet sich nicht, um Feuerdrachen anzulocken. Opa benutzt immer Noai-Eier als Köder. Ja, und der Ball sieht aus wie ein Noai-Ei. Deswegen machst du es jetzt da rein. Ich bezweifle aber... Vielleicht können wir den Ball mit... Damit kann ich hier nichts ausrichten. Einreiben. Nicht gut. Ich kenne weniger Gefahr. Vielleicht... Nicht nötig. Es ist bereits offen. Du sollst es ja auch nicht aufsprengen. Nicht nötig. Es ist bereits offen. Leute... Ein Eimer in Opas Küche. Ich glaube, sowas gibt's da nicht. Ich glaube, der hat sowas nicht. Nee, ich bin ja immer noch der Meinung, dass es irgendwas mit diesem Frosch auf sich haben muss. Irgendwann mal. Vielleicht müssen wir den Frosch mit dem Messer zitieren. Muss das wirklich sein? Ist sein Dasein nicht schon Demütigung genug? Ja, aber nein. Können wir den vielleicht entkorken? Irgendjemand sollte seiner traurigen Existenz ein Ende setzen. Ich würde es ja selbst machen, aber ich kann kein Blut sehen. Egal, einfach rinnen. Nein, die Rezepte können ja nichts dafür. Es ist alleine Opas Untalent.
Ball plus Mütze gleich Noai-Ei. Die Mütze hat Ben früher immer zum Jonglieren getragen, aber seit mir das Stärkepulver ausgekippt ist, hängt sie ihm zu sehr ins Gesicht. Eigentlich habe ich ihm damit einen Gefallen getan. Mit der Mütze sah er noch lächerlicher aus als sonst. Nee, gut, haben wir jetzt auch abgearbeitet. Ball plus Mütze. Oh ne, hatten wir schon. Vielleicht das Messer mit der Bombe. Messer mit der Bombe? Oh, die Askel waren offenbar schwer bewaffnet. Und ich dachte, Bobby übertreibt nur. Hoffentlich geht es ihm gut. Gute Nacht, Sassi. Alter, ich komme hier gerade echt nicht weiter. Wenn Opas Geschichten stimmen... Ich mache mittlerweile auch immer nur dasselbe. Tja, das sind tatsächlich ganz normale Rezepte. So viel zu meiner Theorie, dass Opa nach einer Anleitung zum Köderfischen kocht. Ich habe absolut keine Ahnung, wie wir da was durchziehen sollen. Oder haben wir hier noch was? Hier noch was Neues eventuell? Wir können ihn theoretisch waschen. Das steht fest. Gibt es vielleicht noch was hier? Habe ich hier vielleicht irgendwas übersehen, außer die Steinbrüder? Ach, herrje. Ja, so. Musst du von dem Plan erst die Aufgaben vor dem Waschen machen. Ja gut, was haben wir denn auf dem Plan stehen? Gucken wir mal. Aufstehen haben wir. Probe beginnen mit dem bei Sonnenaufgang. Sonnenaufgang ist schon vorbei. Spot füttern haben wir bereits gemacht. Publikum suchen. Ja gut, ich kann den Kanonenrohr-Trick ja nicht so ganz durchziehen. Außerdem ist laut Uhr da drin schon 12:30, wobei wir schon vorbei wären. Oder gibt's hier irgendwo eine Kanone? Gibt's hier irgendwo eine Kanone, Leute? Wisst ihr, wo eine Kanone ist? Ich hab grad... können wir mit dem Messer vielleicht... Ja, und das Messer noch da? Mal sehen. Ja, sehr gut. Nein, das ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Die Idee ist nicht schlecht, aber ich habe Angst, die Höhle zum Einsturz zu bringen. Vielleicht sollte ich mir doch lieber etwas weniger Explosives überlegen. Da gehst du halt über die Höhle drüber oder so. Mach die Bomben nicht in die nötig. Kiste. Es ist bereits offen. Und dann machst du die Kiste zu und dann ist es weniger explosiv. Wo ist da das Problem? Können wir vielleicht mit der Mütze einen Fuchs fangen? Ich komme den Dingern lieber nicht zu nahe. Ich will nicht, dass alle meine Sachen nach Stinkspuren riechen. Machen sie doch eh schon. Komm, Opas Hose stinkt doch eh schon nach Stinkspuren. Ich komme den Dingern, ich will... Das hört sich ja an wie bei Caro zu Hause hier. Die Mütze hat Ben früher eben, aber wir haben es. Ich blick's nicht. Hat noch jemand eine Idee? An dem Teil, an welchem Teil? An dem Spinnennetz? Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Die Grundausstattung eines Abenteurers. Schaufel und Messer, nur noch Mut, komm. Geschicklichkeit und ein guter Plan. Komm, mit Schaufel und Messer zu... Oh. Ich kack Fische. Was soll denn der Kack? Wir schaffen ja rein gar nichts. Können wir den Ball vielleicht jetzt, weil wir weiter Spiele fortsetzen? Der Ball sieht genauso aus wie die Noai-Eier, die Opa immer als Köder benutzt. Ich bezweifle aber, dass die Feuerdrachen auf so einen plumpen Schwindel hereinfallen würden. Okay, wir müssen noch mal was nachgoogeln.
Ich komme sonst hier nicht weiter. Wartet, die Bomben am Netz. Habe ich schon probiert. Dann hat er Angst, dass die Höhle einstürzt. Das Zweikopfteil am Netz, das ist ihm nicht gefährlich genug für die Spinne. Ist extrem doof, dieser Typ. Okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Gibt es hier noch eine weitere Seite? Ja, Seite weiter. Das Messer am Netz. Das Messer ist nicht stark genug. Das ist auch doof. Okay, warte mal. Ich habe gerade was rausgefunden. Aber ich muss ganz kurz nochmal was gucken. Moment. Okay, Moment.